Hey, hallo Leute. Ich habe mal eine Frage. Warum ist der Islam so schwach? Ich habe gestern einen 6-Stunden-Stream auf TikTok gehabt, wo ich zwei Fragen gestellt habe. Die eine Frage war, kann mir jemand etwas sagen, wo der Islam mir etwas bringt, was mein Leben in irgendeiner Form hier und heute verbessert? Und da kam irgendwie keine Antwort. Dann habe ich gefragt, okay, warum ist der Koran was Besonderes? Ist das irgendwas? Nein. Kam auch nichts. Das heißt also, ich habe 6 Stunden darüber geredet, über freien Willen, über alle möglichen Sachen, habe aber dauernd betont, dass ich nichts gegen Muslime habe, sondern alles, was ich mache, ich gucke mir die Ideen im Islam an. Und da konnten die keine Ideen irgendwie widerlegen, hatten keine Argumente, konnten nichts damit anfangen. Und ich habe dann im Stream gesehen, dass einer, der vorher drin war und der sich dann irgendwie ja benachteiligt gefühlt hat, weil er nicht in der Lage war, irgendwelche Argumente zu bringen. Der hat dann gesagt, wir müssen das melden, wir müssen das melden. Hallo, Frau Lehrer, ich weiß hier was, der ist ganz böse. Ey, geht's noch? So schwach ist das alles. Sie haben keine Argumente, müssen dann zu TikTok gehen und sagen, oh, wir müssen hier Hassrede, Hassrede, Hassrede. Quatsch. Das ist ein Problem mit dem Islam. Ihr habt da ein Problem. Aber gut, jetzt ist das Video erstmal gesperrt und ich kann jetzt ein paar Tage nicht online gehen. Toll, klasse. Habt ihr hervorragend gemacht. Ich kann jetzt den Islam nicht kritisieren und weil ich den Islam nicht kritisieren kann, macht das den Islam sehr viel besser, was? Ihr seid doch so bescheuert, ehrlich. Warum ist der Islam so schwach? Das ist meine Frage. Dass ihr da keine Argumente habt, dass ihr da nicht sachlich bleiben könnt und zur Zensur schreiten müsst. Das ist schon irre. Das ist ein, weiß ich nicht, ein Armutszeugnis ist das. Schlimm.